Meine lieben Freunde, ich kann euch gar nicht sagen, wie schön es ist, wieder im Wahlkampf zu sein. Es ist wunderbar. Es ist wirklich wunderbar. Ich bin heute hier reingekommen und habe mir gedacht, mein Gott, es hat sich nichts verändert. Die Begeisterung ist immer noch da. Die Hoffnung ist immer noch da. Und ihr hofft nicht umsonst. Egal, ob es schwarz vorne ist, ob rot vorne ist, es ist beides das gleiche Übel. Und es besteht die reale Gefahr. Der Herr Kern, der wird bald weg sein. Nach dem Wahlerfolg wird er bald zu Siemens kommen, nach Deutschland. Das ist das Gut Eiderbichl der SPÖ. Und der Herr Kurz, der wird alles vergessen haben. Mit seiner Schickimicki-Truppe, mit seiner Bussi-Bussi-Gesellschaft, die er hinten auf der Liste drauf hat. Und ich frage euch, wollt ihr nochmals Rot und Schwarz oder Schwarz und Rot? Nein! Wollt ihr einen Luftblasenkaiser Kurz oder einen Pizzaboten Kern als Kanzler in dieser Republik? Wenn ihr das nicht wollt, liebe Freunde, dann bleibt euch nur eines übrig. Die Freiheitliche Partei unter Heinz-Christian Strache entsprechend zu stärken, denn nur die FPÖ ist in der Lage, Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot in dieser Republik zu verhindern. Und wir wollen diese Regierung nicht mehr in dieser Republik. Und meine Lieben, wir wollen nicht fremd sein im eigenen Land. Wir wollen nicht fremd sein. Es ist euer Land. Es ist euer Österreich. Und lasst euch dieses Österreich nicht wegnehmen. Da müssen wir uns wehren. Das ist das Versprechen, das ich euch gebe.